Ihre Website hat der Sohn vom Chef gemacht? In Bochum hat die Krise ein Gesicht, das von Rolf Schafstall. Der krebste jahrelang mit dem VfL auf Platz 14, 15 oder 16 in der Tabelle herum. Allerdings in der ersten Liga. Jetzt war er mal wieder zu Gast beim VfL, um für das Stadionjubiläum zu werben. Auch wenn die aktuell Verantwortlichen mit ihren Gedanken derzeit ganz woanders sind. Doch Schafstall macht Mut mit einem Tipp für Friedhelm Funkel. Wenn er mir in der damaligen Zeit bei Bayern 05 Uerdingen gut zugehört und zugesehen hat, da war er ja mein Spieler, dann ist das eigentlich ein leichtes, da unten rauszukommen. Da lacht der Altmeister. Und Friedhelm Funkel, der grübelt. Wohl nicht über Uerdingen damals, sondern über Bochum heute. Der Krisenfunkel. Nachdenklich, verschlossen, sachlich. Wer den Trainer kennt, weiß ganz genau, der lässt sich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen. Das finde ich sehr, sehr gut so. Dann kommt man auch schneller wieder da raus. Doch es gibt etwas, was Friedhelm Funkel derzeit aus der Ruhe bringt. Die Journalisten, die jetzt mit den Fragen beginnen, ob Funkel in Bochum eine seine Zukunft hat. Könnte das ja so ein Alles-oder-nichts-Spiel werden? Inwiefern? Inwiefern, ja, dass es möglicherweise dann auch um Ihre Person wieder Diskussionen gibt? Das ist doch alles Quatsch. Der Verein hat sich doch eindeutig dazu geäußert. Ja? Eindeutig dazu geäußert. Und was gibt es da noch für eine Diskussion? Gibt es überhaupt keine Diskussion? Ja, die wird ja dann von außen wieder rangetragen, möglicherweise. Ja, von außen. Aber das ist ja, was in der heutigen Zeit leider so ist, dass man auf klare Ansagen nicht reagiert, sondern dann trotzdem irgendwelche Dinge in den Raum stellt. Und das ist bösartiger Journalismus, ganz klar. Dann war er wieder der ruhige Trainer, mit der Gewissheit im Rücken, dass es wirklich ein klares Bekenntnis gibt seitens des VfL-Vorstandes. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Kurve alle zusammenkriegen in der jetzigen Konstellation. Es gibt viele Anzeichen, die darauf hindeuten. Dennoch, natürlich muss es am Wochenende immer umgesetzt werden. Und das Spiel am Montag in Dresden ist halt ein sehr wichtiges für uns. Und dann erzählte Rolf Schafstall noch im kleinen Kreis, wie man da unten rauskommt, so wie er das damals in Uerdingen und Bochum gemacht hat. Aber das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß.